Hallo, guten Abend. Mein Name ist Annemie Wanakere, ich bin die Intendantin vom Hauhebel am Ufer. Und ich setze meine Brille auch auf, auch wenn ich so auswendig weiß, dass es mir eine große Freude ist, Sie alle hier zu begrüßen zu dürfen. Und dass wir das mit dem Hauhebel am Ufer, dieses Versammeln antirassistische Kämpfe hosten. Dass diese Art von Archivierung vornimmt, um die Lücke der herrschenden Geschichtsschreibung mit Rassismus, Antisemitismus und der antirassistischen Widerstandsgeschichte zu schließen. Das Projekt unter dem Motto Antirassistische Kämpfe versammeln, archivieren und aktivieren ist eine Kooperation der Georg-August-Universität in Göttingen mit der FH Kiel, dem Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland e.V. oder DOMIT in Köln und dem FHXB Friedrichshain-Kreuzberg-Museum Berlin. Und es wird gefördert auch durch die Bundeszentrale für politische Bildung. Aber es ist also auch eine Kooperation mit uns. Auch weil sich diese Themen auch durch unser Hauptprogramm durchziehen, implizit und explizit, in Ästhetiken und Praktiken, Kunst und Aktivismus. Stets geht es uns auch dabei, um ein Haus zu sein, das die Vielheit der Erfahrungen mit Diskriminierung in der deutschen Gesellschaft widerspiegelt. Und hoffentlich werden wir dabei auch einen Raum, der Kraft gibt, um Widerstand und Solidarität zu stützen und auch Freude bereitet. Warum ein Archivprojekt in einem Theater, könnte man sich fragen. Theater soll doch bitteschön kein Museum sein, das hören wir sehr oft. Aber womit dann gemeint ist, dass es nicht lebendig sein soll oder zeitgenössisch. Ich finde das eine Beleidigung für die Museen, aber ich finde es auch eine Beleidigung für das Theater. Unser Begriff vom Theater schließt auch ein kritisches Verhältnis zur Geschichte ein. Und Sie haben das Foyer bestimmt schon gesehen, wenn nicht unbedingt hingehen. Wir sind die Meisterinnen des Interdisziplinäres. Hier findet eine Entgrenzung der Formate statt zwischen Archiv, Theater und Museum. Ein Archiv also, das nicht von verstaubten Akten besteht, sondern lebendig ist, in den nächsten 3 Tagen live aufgefüllt. Sie machen es schon vor und angereichert, sowohl mit Materialien wie Filme, Audio, Bild oder Text, als auch konkret mit den Menschen, den Zeitzeuginnen und den Protagonistinnen dieser Kämpfe. Ein verkörpertes Archiv, so man will, das den Theaterraum als Versammlungsort, das ist das Feature von Theaterräumen, nutzt für ein gemeinsames, aktives Erinnern in gegenseitiger Präsenz. Das Theater, das stets in der Gegenwart und im Hier und Jetzt stattfindet, wird in diesen Tagen für die Aktivierung dieser Geschichte antirassistischer Kämpfe genutzt, ein performatives oder, wie die Choreografin Max Stewart mir neulich sagt, ein warmes Archiv, das als solches nicht nur Geschichte schreibt, sondern Zukunft beherbergt und vorbereitet. Danke, Margarita Zomo, meine Kollegin hier am Hau, dass du Postillon d'amour warst zwischen den Kooperationspartnerinnen und dem Hau. Danke, liebe Hau-Kolleginnen der Produktion, Technik, Kommunikation und Verwaltung für die Umsetzung. Das ganze Haus brummt. Genau, das ist schön. Danke. Das war's auch schon von mir. Ich übergebe. Schönes Applaus, ist sehr verdient für das Team. Ich übergebe an Turgay Ulu, der für uns spielen wird. Und danach, nach Ihnen, kommen Sabine Hess und Vincent Bababutilabo, die uns dann in dem ganzen Projekt einführen werden. Ich wünsche inspirierende und anregende 3 Tage. Ich freue mich. Danke. Soluk bir ay dolanıyor,
Kentin üstünde her gece bilge bir gezgin tavrıyla adımlıyor yolun. Güz yanı bir durgun sessizlikle örtülü her şey ve yırtılmış bir tül gibi savrulup duruyor zaman. Ve yırtılmış bir tül gibi savrulup duruyor zaman. Suların sesini dinle şimdi, ormanın fısıldayışlarını. Yarılıyor dağların göğsü bir aşkı dinlendirmek için. Ve gözlerin uzak yamaçlarda aranık dururken bir şeyleri sessiz ve sakin beklemekte. Bekledikçe bileylenen yüre, belli ki dağların, denizlerin ve göllerin üzerinde. Belli ki dağların, denizlerin ve göllerin üzerinde. Sıyrılıp gelmektedir seher, belli ki yakındır. Sıyrılıp gelmektedir seher, belli ki yakındır. Belli ki yakındır doğayı ve hayatı sarsacaksa. Belli ki yakındır doğayı ve hayatı sarsacaksa. Jemand oder spiele ich noch weiter? Ja? Weiß nicht. So. Geschichte hinterlässt Spuren. Manchen Geschichten wird ein Denkmal gesetzt. Sie landen im Masternarrativ der Mehrheitsgesellschaft. Andere, so scheint es, hinterlassen keine Spuren, keine sichtbaren. Sie wohnen in den Leerstellen der Archive und der Köpfe. Sie wohnen in den Geschichten derer, die sie erlebt, gemacht und geprägt haben. Sie sind es, die Spuren hinterlassen. Kämpfe und Widerstände gegen Rassismus, Antisemitismus und Antiziganismus sind Bestandteil der Geschichte dieses Landes. Menschen, ob eingewandert, durchreisend oder hier geboren, kämpfen seit Jahrzehnten für gesellschaftliche Veränderungen und gleichberechtigte Teilhabe. Ihre Forderungen und Projekte für Teilhabe und gegen Rassismen haben die gesellschaftlichen Entwicklungen wesentlich mitgeprägt. Wir sind die radikale Vielfalt an sich, das Schöne, das Andere, das Sichtbare, das Mögliche. Das sagten Naomi Henkel-Gümbel und Nevros Duman auf der Möllner Rede im Exil. Sie fuhren fort und fragten, aber wie sind wir das geworden? Herzlich willkommen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu der Assembly Versammeln antirassistischer Kämpfe. Mein Name ist Vincent. Ich bin Sabine Hess. Und zusammen führen wir euch etwas in das Programm der kommenden Tage ein und in unsere Perspektive auf das Versammeln eben.
Ja, ihr habt gerade schon Echos gehört, Echos aus der Vergangenheit. Ich möchte im Jahr 2020 beginnen, was für mich irgendwie so ein Jahr feministischer und antirassistischer Bewegungen war. Und ihre Echos habt ihr gehört, aber ich höre die auch immer noch so auf den Straßen, sehe sie irgendwie in Artikeln, die ich lese oder Filmen, die ich schaue. Und 2020, nach den schrecklichen Anschlägen von Halle und Hanau, erlebte auch die antirassistische Bewegung in meinem Umfeld eine Konjunktur. Betroffene selbst schlossen sich über Community-Grenzen hinweg zusammen und klagten gemeinsam mit solidarischen Menschen die Verhältnisse an, die ein gemeinsames Leben unmöglich machen wollen. Und dann, etwas später in den Wochen nach George Floyds Ermordung, brachen weltweit Proteste aus. Eine globale Protestbewegung ging los. Eine globale Protestbewegung, die Angela Davis als die größte Rebellion seit den 60er Jahren bezeichnete. Und auch in Deutschland gingen Hunderttausende von Menschen auf die Straße. Und bei mir ganz persönlich gingen irgendwie zwei Gefühle ab. Auf der einen Seite hüpfte mein Herz und ich dachte mir, ja, die schwarze Bewegung hat es geschafft, wir haben nicht umsonst gekämpft, Massenbewegung geworden, wir haben es bald geschafft. Und auf der anderen Seite war da auch eine sehr, sehr große Skepsis. Mir fiel immer wieder, gerade bei jüngeren AktivistInnen auf, dass da eine große Leerstelle war. Einfach ein Wissen in Bezug auf eine Geschichte antirassistischer Bewegungen in Mitteleuropa, in Almania. Und auch ein Wissen über so Spezifika des Rassismus in Deutschland wurde deutlich. Und an dieser Leerstelle setzt eben unser Projekt an. Wir möchten die vielen, vielen Menschen versammeln, zusammenbringen, die erinnern. Denn erinnern daran erinnert uns unter anderem Ibrahim Arslan. Erinnern heißt auch verändern. Die Frage, wie sind wir das geworden, die führt auch zu der Frage, was wollen wir sein? Paulino Miguel, eine Person, die sehr, sehr wichtig für mich und für unser Projekt ist, hat in einem Interview, das ich mit ihm geführt habe, gesagt, wir haben nicht nur eine Vergangenheit, sondern auch eine Gegenwart. Ich möchte, dass sich Menschen darüber Gedanken machen, was unsere Vergangenheit war, wer wir heute sind und wie unsere Zukunft aussehen könnte. Er fährt fort und sagt, das sind die interessanten Fragen. Wie können wir unsere Geschichte wieder aufnehmen? Wie können wir unsere Geschichte schreiben und unseren Kindern weitergeben? Er sagt dann, feststeht, wir wollen unsere eigene Geschichte in die Hand nehmen. Unser Ziel mit dem Projekt Versammeln antirassistischer Kämpfe ist es, das Wissen um die verschlungenen Geschichten des Antirassismus mit heutigen Debatten und Kämpfen zu verschränken und auf dieser Basis neue Wege für ein solidarisches Morgen zu gestalten. Vincent hat es schon gesagt, dass unser Projekt in der Tat so doppelt motiviert war. Und wir fühlten, viele von uns fühlten sich eigentlich selbst als Zeitzeugin mit unserer 30, manche 40 und 50-jährigen Geschichte hier in Almania, der unterschiedlichen Geschichten antirassistischer Gegenwehr zu organisieren, viele auch mit erfahrenen Niederlagen, aber auch immer wieder, wenn wir uns gemeinsam erinnert haben, in der Projektgruppe, aber auch, wo wir schöne Momente miteinander teilen konnten. Und insofern fanden wir das in dieser Zeit 2020, 2021 dann auch sehr seltsam, dass in dieser aufbrechenden Sagbarkeit überhaupt von Rassismus, denn vorher war das ja in der Tat eher so ein Begriff, eine Debatte, die in der Tat nicht im Mainstream und nicht in der Öffentlichkeit, nicht in der Politik stattfand, aber mit Black Lives Matter war es plötzlich möglich, dass Talkshows sozusagen hoch und runter die Frage des Rassismus auf die eine oder andere Weise thematisiert haben. Aber wir fanden das eigentlich unsere eigenen Widerstandsgeschichten, diese lange Geschichte über Rassismus zu sprechen, über Rassismuserfahrungen zu sprechen, die verschiedenen Bewegungen seit den 60er Jahren, 70er Jahren, dann organisierte in den 80er Jahren. Und da fingen auch Theorieproduktionen ja von euch an, die ihr hier sitzt, dass die in dieser aufploppenden Talkshow und Debatte um Rassismus keinen Platz fand, nicht zur Sprache kam. Und insofern wir auch mit dieser Aufarbeitung und mit dieser Archivierungsgeschichte antirassistischer Kämpfe natürlich auch eine Theorie- und Praxisgeschichte und Erfahrungsgeschichte über diesen bundesdeutschen Rassismus und seine verschiedenen Ausschlüsse, seine verschiedenen anderen, seine verschiedenen Gewalten sozusagen mitschreiben wollten. Und insofern, und das zeigen ja auch bis heute letztendlich diese ganzen erinnerungspolitischen Kämpfe, wie wir sie gerade auch zitiert haben,
mit Nefros Duman, Ibrahim Aslan und so weiter, die Rede, die Möllner Rede im Exil. Sie zeigen, dass es bis heute eine wahnsinnige Sprengkraft hat, die Zeugenschaft einzufordern und die Zeugenschaft zu reklamieren. Und an diese Sprengkraft wollen wir anschließen, auch mit diesem Projekt. Und letztendlich auch deutlich machen, dass hier ganz viele eben Erfahrungen schon gesammelt wurden, die aber immer wieder abbrechen, auch weil Bewegung so kurzatmig ist, weil Bewegungszyklen immer biografisch auch wieder abbrechen. Und insofern sahen wir 2020, 2021, als wir anfangen, über dieses Projekt nachzudenken, gaben wir uns sozusagen 4 Leitlinien, wie wir dieses Projekt entwickeln wollten. Die erste lässt sich sicherlich als Ownership an der eigenen Geschichte verstehen oder bezeichnen und dem daraus abgeleiteten Prinzip der Kollaboration. Die zweite als Multiperspektivität und die dritte als Koartikulation und daraus sicherlich, im Deutschen finde ich das nicht so sexy zu sagen, aber im Englischen finde ich es in der Tat Activist Archiving oder Activating Archives. So versuchten wir von Anfang an, dem Slogan Nothing About Us, Without Us zu folgen und die Protagonistinnen der verschiedenen antirassistischen Kämpfe eben als Mitgestalterin dieses Projekts zu gewinnen und im Modus unterschiedlicher Kooperationsverhältnisse dieses Projekt zusammen zu entwickeln. Und wir erinnern uns alle, wir hatten noch Masken an, die 2 letzten Jahre waren geprägt von Corona und Covid. Das heißt, unser Projekt fand vor allem im Zoom erstmal statt. Was nicht nur dumm war, weil wir im Zoom in der Tat ortsübergreifend ganz verschiedene Workshops und Zusammentreffen auch möglich machen konnten auf der anderen Seite. Zum anderen war unser Projekt, wie gesagt, von Anfang an durch ein multiperspektivisches Vorgehen geprägt, welches explizit die Vielheit der Erfahrungen mit Rassismus und Antisemitismus und damit auch der Kämpfe, die Vielheit der Kämpfe zentral stellt. Nicht nur historisch zeigt sich der Rassismus in Deutschland eben vielgestaltig und wandelbar, auch im Zusammenhang mit den verschiedenen Himmelsrichtungen seiner kolonialen und imperialen Unterwerfungsprojekte, die eben nicht nur den globalen Süden erreichten, sondern, wenn man vielleicht auch so sagen kann, den globalen Osten mit seiner ganzen Vernichtungskraft erfasste. Und dies teils bis heute. Und wenn wir heute über die Ukraine reden, dann vergessen wir gänzlich, dass die Ukraine sozusagen für Hitler-Deutschland sein Indien war. Also sozusagen nochmal auch wir sicherlich viel lernen müssen in Sachen postkolonialer Kritik und Blickrichtungen. In jüngerer Zeit haben wir vor allem aber dann auch erlebt, dass die politische Regulation und die Politisierung der Geschichten der Einwanderung und der Flucht eben neue rassistische Konjunkturen begründet haben und die Produktion der anderen nochmal massiv angetrieben hat. Diese Vielgestaltigkeit von Rassifizierung, von Opfergruppen, Erfahrungen scheint bis heute die bundesdeutsche, postnationalsozialistische, postkoloniale und postmigrantische Wissensordnung und Erinnerungskultur herauszufordern und das eben nicht nur die herrschenden Kulturinstitutionen, sondern uns selber. Ich weiß nicht, ob es eine Bewegung gibt, eine Gruppe gibt, wo nicht die Debatte um Umgang mit Differenz, um Bündnispolitiken, Allianzen, Allyship sozusagen ein Dauerbrenner war. In meiner Erfahrung, in meiner Geschichte war es das auf jeden Fall. Aber eben auch die Suche nach Solidaritäten, die Suche eben, wie man anders miteinander umgehen kann, die Suche nach Organisierungsmöglichkeiten in der Differenz. Insofern war Versammeln für uns von Anfang an ein ganz zentrales Motto und Programm. Dabei haben wir drittens, auch wenn die Erfahrung von Konflikten und Brüchen und mangelnder Solidarität oftmals unsere Erzählungen über unsere Bewegungsgeschichten kennzeichnet, explizit den Blick auf die Verbindungen gelegt und waren interessiert herauszufinden, was eigentlich die Bedingungen immer waren, wenn Solidaritätsmomente klappten, wenn es zu Solidarisierungen kam. So haben wir im letzten Jahr im Sinne, wir wollten nicht von Koproduktion sprechen, sondern haben dann von Koartikulation gesprochen, im Sinne einer Koartikulation von Geschichten sehr diverse Erinnerungssplitter zusammengetragen, die von sehr unterschiedlichen Betroffenheiten, von sehr unterschiedlichen Schmerzen, Ausschlüssen, Hierarchisierungen berichten, aber eben auch von der Zärtlichkeit der gegenseitigen Anteilnahme und der Solidarität. Und viertens ging es uns immer wieder bei allem beim Zusammentragen um ein aktives,
aktivierendes Erinnern und Wiedererzählen der verschlungenen Geschichten. Eben nicht darum, irgendwo Akten, Flugblätter im Sinne sozusagen abzulegen und ein kaltes Archiv zu schaffen. Und eben auch nicht, wie es Encarnación Gutiérrez Rodríguez und Pina Tuscu in ihrem wunderbaren Buch zur Geschichte des migrantischen Feminismus so treffend schreiben, eine stumpfe Korrektur der Geschichte damit zu erwirken, sondern es geht uns in der Tat um ein methodische Intervention in die Debatten in viele Himmelsrichtungen, um einen transformativen Akt, den wir uns erhoffen damit, um, wir verstehen es in der Tat, als eine Praxis einer politischen Arbeit. Im Wissen um heute mit dem Blick auf morgen. Erinnern heißt verändern und wie es eben Nefros und Ibrahim Aslan in ihren Texten über die Erfahrungen der letzten gut 25 Jahre erinnerungspolitische Kämpfe formuliert haben. Dabei war uns klar, dass wir bei all dem, trotz aller kleinen Ansätze, die sicherlich seit den letzten 10 Jahren in staatlichen Museen und Archiven und anderen Kulturinstitutionen zu beobachten sind, sich den Fragen postkolonialer, postnationalsozialistischer und postmigrantischer Einwanderungsgesellschaften zu öffnen, auch diesmal wir diese Art von Archivierung, diese Art von Geschichtsarbeit selber tun müssen. Wobei wir sehr, sehr froh sind, dass wir so tolle Partnerinnen und Kooperationspartnerinnen wie unter anderem eben auch das HAU und viele andere, wie, die wir noch nennen, gefunden haben. Was taten wir konkret, Vincent? Wir schwärmten aus und suchten quer durch die Zeiten in Ost, und du warst vor allem in Ostdeutschland unterwegs, andere waren mehr oder weniger in Westdeutschland, Bewegungen, Gruppen auf, um mit ihnen über ihre Arten von Geschichte, hier unten sitzen sie, und des Erinnerns zu diskutieren. Im Rahmen von Workshops haben wir auch die eine oder die andere von euch sicherlich schon mal getroffen und haben vor allem versucht, uns ein Bild zu machen und kennenzulernen, wie andere Initiativen und Gruppen schon archivieren. Und es ist in der Tat interessant, dass wir doch auf unserem Weg relativ viele Archivierungsinitiativen und kleinere Archivierungsinstitutionen getroffen und gefunden haben und viel von ihnen lernen konnten. Und uns wurde davon sehr schnell klar, dass es diese Kleinen auch braucht, dass es also nicht darum geht, ein zentrales Irgendwas-Archiv zu bauen, sondern genau diese zentralen Aktivitäten eigentlich zu stärken, zu fördern sind und eher es um Vernetzung, Versammeln geht, also auch hier wieder das Versammeln. Und diese Assembly ist in der Tat sozusagen jetzt unser erster öffentlicher Schritt, unsere letzten 9 Monate Arbeit sozusagen mit euch zu teilen und mit euch über diese 9 Monate, über unsere Ideen zu diskutieren. Aber was auf der Assembly ja vor allem auch stattfindet mit den zahlreichen Gruppen und Initiativen, mit euch eben, die wir über unsere Strecke gefunden haben, die mitgemacht haben, an diesem Programm mitgemacht haben, die Workshops mitgeplant haben, dass wir diesen Ort nutzen wollen, diese 2,5 Tage nutzen wollen, um nochmal in unterschiedlichen Runden, in unterschiedlichen Workshops zu verschiedenen Themen uns zu versammeln, nachzudenken, zu diskutieren und auch zu diskutieren, wie es weitergehen kann. Und bevor wir jetzt weitermachen, fänden wir schön nochmal. Riesenapplaus, bitte. Kente yalnızlık çöktüğü zaman, uykusunda bir kuş ölür ecelsiz, alır da başını gitmek istersin. Karanlık sokaklar gör sağır dilsiz, bu kente yalnızlık çöktüğü zaman, uykusunda bir kuş ölür ecelsiz,
alır da başını gitmek istersin. Karanlık sokaklar kör sağır dilsiz. Ey sevda kuşanıp yollara düşen, bilesin bu yollar dağlar dolanır. Yare ulaşmadan düşersen eğer, yarına sesinin yankısı kalır. Ey sevda kuşanıp yollara düşen, bilesin bu yollar dağlar dolanır. Yare ulaşmadan düşersen eğer, yarına sesinin yankısı kalır. Gecenin ucunda gün aralanır, yar sevdası ile yürek bilenir. Sızılı bir ırmak uğurlar seni, su olup akarsın kır çiçeklenir. Gecenin ucunda gün aralanır, yar sevdası ile yürek bilenir. Sızılı bir ırmak uğurlar seni, su olup akarsın kır çiçeklenir. Ey sevda kuşanıp yollara düşen, bilesin bu yollar dağlar dolanır. Yare ulaşmadan düşersen eğer, yarına sesinin yankısı kalır. Ey sevda kuşanıp yollara düşen, bilesin bu yollar dağlar dolanır. Yare ulaşmadan düşersen eğer, yarına sesinin yankısı kalır. Vielen, vielen Dank, Turgay. Ja, es geht heute ums Versammeln. Wir werden jetzt verschiedene Menschen hier auch auf der Bühne versammeln, die aus verschiedenen antirassistischen Bewegungen kommen, immer noch in ihnen aktiv sind. Aber Turgay, ich habe eine Frage an dich. Worum ging es in deinen ersten zwei Liedern? Erste Lied war der Text von Ahmet Telli. Komponiert Grupp Yorum, das ist ein berühmter Grupp in der Türkei, das erzählt nach dem Militärputsch, die revolutionäre Bewegung wächst immer, aber kann man nicht sofort sehen, die wachsen unter Erde, sowas. Und im zweiten Lied? Zweite auch so, jemand geht zum Kämpfen, die andere erzählt ihre Sehnsucht, sowas. Vielen Dank. Ja, ich bitte jetzt die Technik darum, das erste Bild euch zu zeigen quasi. Und meine persönliche Geschichte zu dem Bild ist, was wir da sehen, das erzählt uns gleich eine Person, die als erstes auf die Bühne kommen wird. Aber meine persönliche Geschichte ist eben eine Geschichte des Ausschwärmens in dem Projekt. War viel in Ostdeutschland, habe mich mit AktivistInnen getroffen, aber eben auch in Berlin-Kreuzberg mit einem Aktivisten, mit dem ich selber in einer Politgruppe war, im Aktionsbündnis Antirassismus und den ich einfach so als Kollegen quasi kennengelernt habe. Und ich erzählte ihm von dem Projekt des Versammelns, der Archivarbeit, der antirassistischen Archivarbeit und er meinte, hey, kommt doch mal vorbei und ich bringe was mit. Und wir haben uns in einem Café von einem Freund von ihm getroffen. Und er hatte eine Plastiktüte dabei mit gut sortierten Flyern aus den letzten 50 Jahren, glaube ich. Und unter anderem war da eben auch dieses Plakat dabei. Und ja, wer die Person ist? Garibaldi. Hallo. Nochmal Applaus für Garib. Und in der Tat, ich meine, wir würden gerne mehr solche Plastiktüten voller Erfahrungen, Flyer, Reden, Poster und so weiter entgegennehmen und Garib so eine wahnsinnige Goldgrube. Vielleicht können wir das nächste Bild sehen auch. Garib ist seit den 70er Jahren in Berlin. Und hat seitdem letztendlich, war in verschiedensten Organisierungen, Kampagnen involviert, um für
oder gegen Rassismus und für die langen Geschichten der Migration sich einzusetzen. Es ist unglaublich. In den 70er Jahren hast du als Arbeiter- und Jugendverein aus der Türkei mitgearbeitet. Ende der 1980er Jahre warst du Mitbegründer des Vereins ADA, der sich damals auch schon mit Themen von Migration, Antirassismus und Antifaschismus vor allem auseinandergesetzt hat. 2004 schloss sich ADA dann mit anderen politischen Gruppen zu Almende, Haus alternativer Migrationspolitik, zusammen. Und woher ich dich kenne, ist aus der Plataforma, aus einem Versuch, einen Zusammenschluss mehrerer Gruppen und Einzelpersonen, Migrantinnen, Geflüchtete und andere europäische Antirassistinnen. Jetzt bist du aktiv im Aktionsbündnis Anti. Was mir aber aufgefallen ist, es gibt diesen wunderschönen Film, vielleicht hat den einer oder der andere von euch auch schon gesehen, Nur zusammen haben wir eine Chance, der eben auch über die letzten 15 Jahre migrantischen und vor allem auch schwarzen Antirassismus in Deutschland genau filmisch spricht. In diesem Film ist dein Ausspruch mir in Erinnerung geblieben, dass du da meintest, obwohl die Geschichte so reichhaltig ist und so viele Treffpunkte, Kampagnen, Bündnisse in den letzten 40 Jahren, vor allem es auch in Berlin gab, dass du meintest, unsere Geschichte ist fast gar nicht bekannt. Wie kommt es dazu, dass diese Geschichte, obwohl sie ja immer auch eine Geschichte der Straße war, so gar nicht bekannt ist, Garib? Was meinst du? Naja, mit der Geschichte meine ich vor allem die Geschichte der migrantischen Kämpfe oder die radikale migrantische Kämpfe. Die sind natürlich in dem Mainstream kaum bekannt. Es gibt natürlich viele unterschiedliche migrantische Kämpfe. Also es gibt welche, die moderat sind oder auch staatskonform sind, aber es gibt auch welche, die systemkritisch sind oder gegen das System sind und auch für das Abschaffen des Systems kämpfen. Und natürlich die Kämpfe, die radikal sind, die kommen natürlich im Mainstream nicht an, die werden dann nicht so bekannt, wie man es sich wünscht oder vorstellen würde. Also nichtsdestotrotz wurden und werden die Kämpfe weitergeführt. Und zwar ist es natürlich entscheidend, dass man die richtige Zielgruppe erreicht. Und mit unseren Kämpfen haben wir versucht, die Betroffenen selber zu erreichen. Unser Ansatz, also der Ansatz in den Gruppen, Vereinigungen oder Bündnissen, in denen ich selber aktiv war, war, die Betroffenen selber zu sensibilisieren, sie zu politisieren, dass sie ihr Schicksal sozusagen selber in die Hand nehmen und nicht erwarten, dass irgendwas von oben passiert oder dass Veränderungen, Verbesserungen von anderen getan werden, weil es ist eine Tatsache, dass Veränderungen nur dann sicher sind oder auch bewahrt werden können, wenn sie von den Betroffenen selber geführt werden. Mhm. Genau. Und was hast du gesagt, Sonja? Ich höre gerade genau, dass der erste Hinweis auf dieses großartige Open Archive, was sich die ganzen Ränge und Gänge langzieht, dass der Film oben in der Filmstation läuft. Danke dir, Sonja, für diesen Hinweis. Und die Technik hat das nächste Bild an die Wand geworfen. Ich finde, es ist ein absoluter Schatz, der absolute Hammer. Denn seht ihr die Person, die da so gemütlich fläzt in der Mitte? Die Person sitzt hier nämlich neben mir. Garib. Vielleicht kannst du uns die Geschichte erzählen, du hast von sehr so radikalen migrantischen Kämpfen gesprochen. Was sehen wir da auf dem Bild? Das ist ein Bild von einem Hungerstreik der Studentinnen an der TU. Es war Ende 86, November 86, und es gab damals einen Studentenbund, Bund demokratische Studenten, hieß es auf Deutsch übersetzt, auf Türkisch Demokrat Öğrenciler Birliği, das sich ab Anfang der 80er Jahre bis Ende der 80er Jahre sich organisiert hat und in dieser Vereinigung, in diesem Bund der demokratischen Studenten waren vor allem türkische, kurdische Studenten organisiert, auch Studenten, die hier also aufgewachsen sind oder auch viele Studenten, die aus der Türkei nach dem Militärputsch oder kurz vor dem Militärputsch nach Deutschland, nach Berlin, nach Almanya geflüchtet sind.
Und wir haben uns mit hochschulpolitischen Themen befasst und natürlich uns auch, auch aktiv mit der Situation in der Türkei befasst. Ihr wisst ja vielleicht, dass 1980 gab es einen Militärputsch, einen faschistischen Militärputsch in der Türkei und die gesamte Opposition wurde kaltgestellt. Und auch die Studentinnen, die vor dem Militärputsch oder kurz danach noch aktiv waren, wurden niedergeschlagen. Und aber Mitte der 80er Jahre fing es wieder an, dass die Studentinnen sich organisiert haben, also ich meine die Studenten in der Türkei, unter den repressiven Bedingungen haben sie sich wieder organisiert und es kam zu Massenbewegungen unter den Studenten, vor allem gegen das Hochschulgesetz in der Türkei, weil die Prüfungsvorschriften waren sehr streng und auch die politische Betätigung der Studentinnen war in der Türkei verboten. Nichtsdestotrotz haben sie sich organisiert und es hat sich eine Studentinnenbewegung wieder entwickelt. Und wir haben uns an der TU als Mitglieder dieses Bündnisses, dieses Vereins an der TU, uns spontan entschieden, uns mit den Studenten in der Türkei zu solidarisieren. Und wir haben uns spontan entschieden, einen dreitägigen Hungerstreik durchzuführen. Im Hauptgebäude der TU, so auf dem Weg zum Audi Marx, gab es da so eine Nische, wo es sehr geeignet war, sich für 3 Tage in den Hungerstreik zu legen. Und jetzt soll ich schon das nächste Bild anschauen. Das sind andere Bilder. Genau. Wir machen hier eine kleine Zeitreise. Genau, eine kleine Zeitreise. Vielleicht kannst du uns noch kurz erzählen, das ist ja eine andere Periode von deinem Aktivismus. Was sehen wir hier? Ja, ohne Schnurrbart jetzt. Ja, da habe ich auch längere Haare, die sieht man gerade nicht, die sind hinten gebunden. Das ist ein Bild aus den Räumlichkeiten des Vereins ADA in der Reichenbergstraße 63a. Im Souterrain eines Hinterhauses hatten wir unsere Vereinsräume. Und ja, das ist ein Bild mit den Aktivistinnen des Vereins oder Sympathisanten des Vereins. Okay, nochmal einen Riesenapplaus für Garib. Weil jetzt machen wir einen Sprung, eine Zeitreise in die 2020er. Genau. Garib, nochmal von mir, ich freue mich wirklich sehr, auch persönlich, dass du hier bist. Für mich ist es natürlich nochmal als Aktivist, ein bisschen jünger vielleicht, riesig, hat meine Augen geöffnet, hat mich echt immer so sehr bestärkt in dem, was ich mache, zu wissen, dass es einfach schon so eine lange Geschichte gibt, von auch in dem Viertel, in dem ich wohne und mit Garib durch die Straßen zu gehen und zu sagen, hey, hier waren wir mit ADA, hier, das war von kurdischen Frauen besetztes Haus und die Geschichten sprudeln ja nur so aus dir raus, deswegen nochmal der Hinweis auch von mir, Garib macht auch einen Stadtspaziergang am Samstag, an dem ihr, wenn ihr euch anmeldet, gerne teilnehmen könnt. Aber jetzt zu den nächsten 2 Personen. Die Anmoderation, wenn ich anfangen würde aufzuzählen, wo sie alles organisiert sind, was sie alle schon gemacht haben, dann würden wir hier noch 3 Stunden sitzen. Deshalb vielleicht nur von meiner Seite aus so viel. Also egal, ob jetzt in Athen, in Hamburg, Berlin, Dresden, Rojava, Frankfurt, Dessau oder Hanau, egal ob als SprecherInnen auf dem Lauti, auf Demos oder PanelistInnen, ExpertInnen auf Konferenzen oder als OrganizerInnen hinter der Bühne, die alles möglich machen. Wer aktuell Antirassismus macht, der kennt sie. Und interessanterweise treffen sie sich heute hier zum ersten Mal, was mich besonders freut. Also wenn wir irgendwann es geschafft haben, das gute Leben für alle zu erkämpfen, dann dank solcher Personen wie Nevros Duman und Bafta Sabo. Nächstes Bild bitte. Ja, Bafta, ich fange einfach mal mit dir an. Wir kennen uns seit 2016, 2015. Wir wurden dann kurze Zeit, nachdem wir uns kennengelernt haben, in den Vorstand der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland gewählt und waren da gemeinsam aktiv für ein paar Jahre. Und 2017 fand das NSU-Tribunal in Köln statt.
Und BAFTA reiste als Vertreterin der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland dorthin, kam wieder und wir haben uns unterhalten und du hast mir gesagt, weißt du was, das war wirklich mal eine empowernde Veranstaltung, es war wirklich mal eine bestärkende Veranstaltung. BAFTA, warum war das NSU-Tribunal gerade für dich so empowernd? Ja, danke für diese Ankündigung. ja, das NSU-Tribunal fand ich tatsächlich empowernd. Also Empowerment ist ja so ein Wort, mit dem auch viel so um sich geworfen wird. Und ich habe oft die Kritik daran, dass ich finde, dass es oft so ein bisschen so eine inhaltsleere Worthülse ist. Aber es ist natürlich trotzdem eigentlich ein Begriff, der ein Gehalt hat, nämlich Menschen tatsächlich zu ermächtigen. Und ich hatte das Gefühl, dass dort auf der Veranstaltung was passiert ist, was ich vorher noch nie so erlebt habe. Also verschiedene Dinge. Einmal war ich damals tatsächlich auf einem der Abendpanels und das war das allererste Panel, auf dem ich je war. Dazu hat mich Tahir gezwungen, der hier vorne sitzt. Tahir hat mich auch auf mein erstes Panel gezwungen in Leipzig. Was ist denn das? Deine Strategie? Den Nachwuchs ranziehen. Ich war natürlich super nervös und so weiter, aber es war eine super schöne Erfahrung, das Feedback war auch super, die Leute waren einfach total positiv und es war einfach eine positive Atmosphäre und ich hatte das Gefühl, dass dort einmal die tatsächlich Betroffenen von diesem NSU-Komplex sprechfähig gemacht wurden und zum ersten Mal in der Lage waren, überhaupt zu artikulieren, was da passiert ist. Und das ist ja was in Deutschland häufig nicht so möglich ist. Also das Sprechen über Rassismus ist in Deutschland häufig schon ein Problem. Und ich hatte das Gefühl, dass es da irgendwie für mich zumindest eine der ersten Veranstaltungen war, in denen ich das Gefühl hatte, dass auch wirklich Raum dafür war, alles Mögliche zu sagen, was sonst kein Raum findet, um wütend zu sein, um traurig zu sein, auch mal verzweifelt zu sein, aber auch daraus dann wieder eine Stärke zu ziehen. Und dann hat dort auch eine Art von Vernetzung und Brückeschlagen stattgefunden, die vorher vielleicht weniger existiert hat oder wo es vorher einfach einen gewissen Graben gab, einmal vielleicht zwischen antifaschistischen und antirassistischen Kämpfen, die in Deutschland ja häufig so ein bisschen parallel laufen, aber auch zwischen verschiedenen antirassistischen Inis, die eher unterschiedliche Arbeiten machen, also Initiativen, die zu rassistischer Polizeigewalt arbeiten und Initiativen, die zu rechter Gewalt in Deutschland arbeiten, Initiativen, die die Folgen des europäischen Grenzregimes zum Beispiel aufgreifen. Das ist häufig alles so ein bisschen parallel gelaufen und da gab es einfach einen Raum, wo das alles zusammengekommen ist und wo man sich auch gegenseitig nochmal auch bekräftigen konnte. Mhm. Und war auf jeden Fall so ein Auftakt für eine Vernetzung, die dann auch später weitergegangen ist auf anderen Konferenzen, auf anderen Veranstaltungen und so weiter. Das zweite Bild ist von der Welcome United Parade. Das ist ein Moment, wo ihr euch schon vorher hättet begegnen können, Evros und BAFTA, weil ich habe euch zumindest beide da getroffen, aber ihr habt euch scheinbar nicht untereinander getroffen. Ist für mich eine unfassbar auch bestärkende und bekräftigende irgendwie Demonstration gewesen, weil ich, ähnlich wie beim NSU-Tribunal in dem Kontext, das Gefühl hatte, hier sind wirklich alle meine Freundinnen, die irgendwie aktiv sind. Und ich habe mich gefragt, Nevros, du warst ja so aktiv für Welcome United, wie habt ihr das geschafft, so einen solidarischen Moment irgendwie zu schaffen? Was war wichtig? Ich glaube, das schließt sich dem, was du gesagt hast, was in Köln passiert ist, einen Raum zu schaffen, wo alle zusammenkommen können. Was wir in Hamburg auf der Straße gesehen haben, diese 30.000 Menschen, die hunderte von Gruppen, alle haben ihre Trucks, alle haben ihre Parolen und ihre eigene Musik und. Es ist nicht etwas, was Welcome United geschafft hat, sondern wir haben einen Ort geschaffen, an dem all diese Kämpfe, die Alltagskämpfe aus der gesamten Bundesrepublik in Hamburg sich getroffen haben und sich gestärkt haben, um noch mal mehr handlungsfähig zu werden. Weil ihr erinnert euch, 2018 war ein unglaublich krasses Jahr. 2018 war die
Chemnitz, es war das Sterben im Mittelmeer. Seebrücke ist entstanden, es gab Ausgehetzt in München, es war Welcome United Parade in Hamburg, es war dann im Oktober das Unteilbar-Demonstration in Berlin. Das war ein Jahr voller, wo die Straßen die ganze Zeit voll waren, aber es war nicht das, was neu geschaffen wurde, sondern es waren die Erfahrungen, die Alltagskämpfe, die auf den Straßen zusammengekommen sind und wo mehr Vernetzung aber stattgefunden hat. Ne, was wir in Hamburg gesehen haben, wir haben ein Jahr davor in Berlin die Demo gemacht, war nicht so groß. Ja, das war der erste Versuch, weil wir gesagt haben, aus unserer Erfahrung heraus, weil wir immer wieder versucht haben, Vernetzung zu stärken, Vernetzung bundesweit zu stärken, lokale Strukturen, bundesweite Strukturen zusammenzubringen, transnationale Strukturen zu stärken, also von lokal bis hin zu transnationalen Strukturen, und haben gemerkt, einfach nach 15, 16, 17 waren so Jahre, wo das Asylrecht wurde unglaublich schnell, alle paar Monate ständig verschärft und verschärft, und das war so ein Moment von, irgendwie man hatte das Gefühl, überall sind Gruppen, überall sind Initiativen, alle sind aktiv. Es ist nicht so, dass die Bewegung zerschlagen wurde vom Seehofer oder vom europäischen Grenzregime. Ganz im Gegenteil. Im Mittelmeer sind die ganzen NGOs entstanden. Die Schiffe, all diese Schiffe, die Seenotrettungsorganisation im Mittelmeer ist durch die Zivilgesellschaft entstanden. Ja? Aber es war nicht sichtbar. Also es wurde durch die Politik, durch die Repressionen der Politik in die Unsichtbarkeit, die ganze Zeit immer mehr in die Unsichtbarkeit getrieben. Und wir haben es, glaube ich, 2018, all diese Bewegungen, die ich genannt habe, all diese Gruppen, die ich genannt habe, haben es geschafft, 2018 einfach sich gegenseitig zu stärken. Es ging nicht darum, glaube ich, irgendwie, also für mich persönlich war es ein Moment von, es ist ein Tag, wo ich frei vom Rassismus, ein Tag, wo ich lachen kann, ein Tag, wo ich Stärke tanken kann, ein Tag, wo ich einfach mit den Leuten sein kann, die so unterschiedlich, also nicht unterschiedlicher sein können, so wie in Hamburg auf der Straße, aber ein Tag, an dem wir einfach sehen, wir gehen auf die Straße, wir sind sichtbar, wir geben uns gegenseitig Kraft, um gemeinsam weitermachen zu können, weil es muss weitergehen. Ja. Und all das, was dort ist, ist in Erfahrungen der Jahrzehnte. Und all und was wir gerade hier machen oder was ihr macht, euer Projekt baut auf diese Erfahrungen auf. Die Geschichte, die gemacht wurde, wird durch unterschiedliche Projekte dann sichtbar gemacht. Du machst noch, dass wir hier alle am Ende weinend sitzen. Eigentlich habe ich daher gesagt, ich bin hier, um zu lachen. Nein, aber weil wir ergriffen sind und auch bestärkt. Und ich muss sagen, was du erzählst, darin finde ich mich wirklich ziemlich deutlich wieder. Ich hatte auf der Welcome United Parade nämlich auf einmal so einen Moment, wo ich ein ganz krasses Gefühl von Community hatte, obwohl ich die wenigsten da ja kannte. Ne? Und Hamburg bin ich jetzt auch nicht so oft. Du hast es gerade schon gesagt, da steckten irgendwie die Kämpfe und Erfahrungen von Jahrzehnten drin in der Parade, in unserem Projekt und so weiter. Und BAFTA, als ich mich dann nochmal, obwohl ich jetzt schon so lange in der ISD aktiv bin, aber zu der ISD belesen habe, bin ich auf den Satz gestoßen, wir schließen mit unseren Kämpfen an die Kämpfe im 20. Jahrhundert an, an die Kolonialmigrantinnen und Antifaschistinnen gegen Ausbeutung, Diskriminierung und Verfolgung. Und die ISD ganz offiziell auf der Website blickt quasi zurück, und warum zurückblicken als Antirassistin heute? Ich denke, dass es aus zwei Gründen sinnvoll ist, an die Vergangenheit anzuschließen. Also einmal, um zu sehen, dass viele von den Debatten, die wir gerade haben, von den Diskussionen, die wir untereinander führen, von den Themen, die immer wieder aufkommen, die sind gar nicht so neu. Also die meisten Themen, die auch AntirassistInnen in den 20er Jahren zum Beispiel beschäftigt haben, die sich damals vielleicht nicht als AntirassistInnen positioniert haben, aber die Kämpfe führen, die wir jetzt auch führen, die haben sich mit relativ ähnlichen Themen beschäftigt. Forderungen waren so Sachen wie ein Abschiebestopp zum Beispiel, gleichwertige Anerkennung um die Erlangung der Staatsbürgerschaft und solche Sachen, also Themen, die uns heute auch noch beschäftigen, aber auch die Kontroversen, die innerhalb der Bewegung stattgefunden haben. Man kennt jetzt Diskussionen, die nennen sich Klassenpolitik versus Identitätspolitik. Das gab es damals auch schon mit Class Before Race-Diskussionen oder umgekehrt. Das heißt,
Also eigentlich gibt es relativ wenig, was jetzt so in der antirassistischen Bewegung aufkommt, was unbedingt neu wäre, weil der Rassismus ja auch nicht neu ist. Und deswegen würde ich sagen, dass sich innerhalb von so einem rassistischen Widerspruch auch dieselben Themen immer wieder auftun. Und dann, auch wenn wir uns nicht immer darüber im Klaren sind, sind wir natürlich auch durch einen geschichtlichen Prozess geworden. Also nichts von dem, was wir jetzt als antirassistische Kämpfe oder auch als Bewegung vorfinden, hat sich einfach im luftleeren Raum herausgebildet. Das ist auch nicht in den 90er Jahren oder so oder in den 80ern einfach aus dem Nichts entstanden, sondern das wurde auch vorbereitet und das wurde auch bedingt durch irgendwie Kämpfe, die vorher schon existiert haben. Es gab teilweise auch personelle Kontinuitäten, also Menschen, die irgendwie den Kampf wieder aufgenommen haben. Und dass diese Dinge uns nicht bewusst sind, bedeutet nicht, dass wir durch diesen historischen Prozess nicht auch explizit beeinflusst werden in den Themen, die sich bei uns auftun, in der Art, wie wir kämpfen und so weiter. Und ich glaube, dass uns das bewusst zu machen, befähigt uns ganz konkret dazu, was du vorhin auch zitiert hast von Paulino Miguel, zu sagen, aktiv unsere Geschichte zu machen. Und ich glaube, dass das vor allem möglich ist, wenn wir unsere Geschichte aus der Vergangenheit kennen, um auch zu begreifen, dass alles, was wir jetzt machen, auf dieselbe Art auf die Zukunft einwirken wird, wie das, was in der Vergangenheit passiert ist, auf das jetzt einwirkt. Ich habe anfangs ja in der Einleitung 2020 angefangen. 2020 war ein Jahr feministischer, antirassistischer Kämpfe, aber es war ja auch ein Jahr, in dem viele Menschen von uns genommen worden sind, um die wir trauern. Einer unter ihnen, Ferhat Unvar, hat 2015 geschrieben, tot sind wir erst, wenn man uns vergisst. Nevros, was bedeuten diese Worte heute? Heute sind 27 Monate nach dem rassistischen Terroranschlag vergangen. Am 19. Februar 2020 wurden Ferhat, Hamza, Said Nessar, Kaloyan, Mercedes, Willi, Sedat, Gökhan und Fatih ermordet. Und heute fand in Hanau Gedenken statt. Seit dem rassistischen Anschlag machen wir an jedem 19. des Monats Gedenken in Hanau gemeinsam mit Angehörigen und Freundinnen. Und diese Kontinuität, was der Ferhat ja meint, also erinnern, tot sind wir erst, wenn man uns vergisst, bedeutet, es muss ein lebendiges Erinnern geben. Weil wenn ohne Erinnerung gibt es keine Veränderung. Wir sagen ja, bei der Initiative Erinnern heißt Verändern. Mit Erinnern wollen wir Veränderungen in dieser Gesellschaft schaffen. Durch dieses kontinuierliche Erinnern in Hanau, was wir am Anfang jede Woche eigentlich gemacht haben und dann immer am 19. des Monats, was in Hanau unglaublich sichtbar ist, haben sich auch andere Städte, andere Gruppen dem angeschlossen. Es ist nicht nur in Hanau zum Beispiel, dass an jedem 19. Gruppen sich treffen und an dem 19. gedenken, sondern es findet in manchen anderen Orten parallel statt, was sich ja so mit der Zeit entwickelt hat, durch das kontinuierliche, sichtbares Erinnern, das lebendiges Erinnern. Und Erinnern findet in ganz vielen Formen statt. Wir haben versucht in Hanau, das Erinnern gemeinsam mit den Betroffenen lebendig zu halten, in ganz viele verschiedene Formen auch auszuprobieren und auch immer wieder klar zu machen, es muss überall passieren. Es ist nicht nur die Straße, sondern es gehört genauso in die Bildungsinstitutionen, es gehört genauso in die Politik, in den Bundestag und in die Institutionen ganz besonders. Überall braucht es Erinnerung, damit wir, also erinnern, was passiert ist, was geschehen ist, was nicht verhindert wurde, was hätte verhindert werden können, und erinnern, dass das immer wieder passieren kann, wenn sich diese Gesellschaft und diese Politik nicht verändert. Darum muss erinnert werden. Es muss an die Namen erinnert werden, an die Gesichter, an die Geschichten. Die Geschichten müssen ständig erzählt werden, weil diese Normalität vor dem 19. Februar, was in Hanau oder für die betroffenen Menschen in Hanau herrscht, diese Normalität gibt es nicht mehr, die wird es gar nicht mehr geben. Es gibt keine Zurück mehr zur Normalität. Wir müssen erinnern, und die Erinnerung, darin trägt die gesamte Gesellschaft die Verantwortung, ganz besonders die Institutionen, um etwas zu verändern.
weil das sind wir den Getöteten schuldig, das ist aber auch der Staat den Betroffenen schuldig, dass sie diese Morde hätten verhindern können, aber nicht gemacht haben und dass sie auch heute noch nicht für die Aufklärung aufkommen. Dass Aufklärung, auch bei NSU bis heute, auch in München, gibt es keine hundertprozentige Aufklärung. Und es kann nicht sein, dass Anschläge passieren, dass die Täter auf sich sichtbar machen, dass die Täter bekannt sind, dass der Staat diese Anschläge nicht verhindert und dass der Staat es immer wieder schafft, es nicht aufzuklären und das Stück für Stück in die Vergessenheit gerät. Das kann es nicht sein. Und darum müssen wir die Erinnerung überall hinbringen und überall hintragen und sichtbar machen und auch stören. Durch das Erinnern, die Politik, die Gesellschaft, den Alltag stören. Da komme ich zu meinem letzten Punkt mit Erinnern. In Hanau läuft gerade die Diskussion zum Mahnmal. Es wurde ein Mahnmal ausgewählt, aus meiner persönlichen Sicht viel zu schnell, ein viel zu schneller Prozess. Und da geht es jetzt um die Frage, wo soll das stehen? Und dann gibt es der Bürgermeister, der sagt, ja, es braucht einen ruhigen Ort, weil beim Erinnern muss man innehalten und so. Und es gibt die Angehörigen, die sagen, entweder Marktplatz oder wir brauchen das nicht. Punkt. Es gibt keine Diskussion darüber. So, weil das Erinnern auf dem Marktplatz, Zentrum, Brüder Grimm stehen da, das würde die Brüder Grimm vielleicht stören. Das stört die Stadtgesellschaft. Das stört viele in dieser Stadt, wenn das so im Zentrum steht. Und das muss stören. Weil alle tragen die Verantwortung. Darum erinnern überall. Darum erinnern heißt verändern. Vielen Dank, Nevros. Und vielen Dank, BAFTA. Nevros, nimmst du mal meinen Platz? Nevros, nimmst du mal meinen Platz? Weil wir jetzt... Ja, es jährt sich dieses Jahr, wir haben verschiedene von diesen rassistischen Pogromübergriffen. Rostock-Lichtenhagen ist sicherlich für die sozusagen Nachwendegeschichte eines der zentralsten ikonografischsten Ereignisse, welche die antirassistische Geschichtserzählung massiv geprägt haben, vor allem unsere Erfahrung sozusagen mit diesem neuen erweiterten großen Deutschland, wie es über Nacht wieder zu offener rassistischer Gewalt in der Lage war und welche Effekte es evozierte. Ein Ereignis um diesen Rostock-Lichtenhagen herum, ich bin mir fast sicher, dass es die wenigsten von euch erinnern, hat uns so massiv imponiert. Und zwar, kurz nach dem Pogrom fuhren 46 jüdische Militants de la Mémoire aus Frankreich mit einem Bus nach Rostock, um gegen die geplanten Abschiebungen von Romni und Sintesa aus dem wiedervereinigten Deutschland zu demonstrieren und eine Gedenktafel anzubringen. Ihre Aktion wird damals mit massiver Polizeigewalt unterbunden. Sie werden festgenommen und verbringen die Nacht in einer Turnhalle. In der Presseerklärung vom 14. Oktober 1992 schrieben sie, ich zitiere, man kann es da sozusagen mitlesen, oder nee, da kann man es nicht mitlesen, das ist die Gedenktafel. Sie schrieben in ihrer Presseerklärung Solidarität mit Sinti und Roma in Rostock. Als Söhne und Töchter deportierter Juden aus Frankreich, die sich immer wieder vehement gegen die Straffreiheit von Nazi-Verbrechern eingesetzt haben, können wir einer so grausamen Ungerechtigkeit wie die Ausweisung Zehntausender Sinti und Roma sowie die Verweigerung des ihnen zustehenden Rechts auf Asyl nicht tatenlos zusehen. Gestern noch, angetrieben von Nazi-Deutschland, in ganz Europa massenhaft ermordet und in Auschwitz vergast, wie so viele Jüdinnen und Juden. Heute von deutschen fremdenfeindlichen Rechtsextremen und Neonazis tätlich angegriffen. Und morgen schon droht Sinti und Roma die Deportation nach Rumänien, wo sie ihren unerträglichen Schicksal überlassen werden. Wir solidarisieren uns mit den bedrohten Sinti und Roma und fordern die deutsche Regierung eindringlich dazu auf, die Umsetzung des mit Rumänien vereinbarten Abkommens vom 24. September 1992 auf den Tag genau 50 Jahre nach den Massenverhaftungen rumänischer Jüdinnen und Juden in Frankreich zu verzichten. Wir fordern Deutschland auf, das Schicksal der Nachfahren der Opfer hitlerischer Verfolgung zu bedenken. Wir fordern die Deutschen dazu auf, sich von ihrem kaltblütigen Handeln zu distanzieren, sich gegen diesen rechtsextremistischen Impuls zu wehren und die Übergriffe, die ihr Land diskreditieren, endlich zu beenden.
Mit dabei waren damals Beate und Serge Glasfeld. Und auch heute sind sie hier wieder zur Assembly angereist aus Frankreich. Einen tosenden Applaus. Bitte schön. Wollen wir aufstehen? Herzlichen Dank. Mir ist gerade ein bisschen die Stimme weggeblieben. Herzlichen Dank, dass ihr es geschafft habt und euch sozusagen von unserem Projekt habt ansprechen lassen. Und alles klar. Danke für die Regieanweisung. Vielleicht kannst du auch... Jetzt bin ich weg, oder? Jetzt bist du weg. Wisst ihr was? Ich mache das so. Wir waren ja nicht nur um diesen Akt damals so imponiert, aus Frankreich anzufahren mit einem Bus, diese Gedenktafel anzubringen und dann gleich wieder sozusagen den deutschen Staat zu spüren. Wir fanden auch euren Namen so imponierend, Militant de la Mémoire. Und der war für uns so sprechend. Wie kamt ihr denn zu diesem Namen und was würde er euch heute bedeuten? Militant de la Mémoire, das heißt, also wir waren immer militant, wir haben niemals unsere Ablehnung oder alles nur durch Worte oder Schreiben gemacht. Wir waren militant, wir haben, Serge und ich, wir haben unser Leben aufs Spiel gesetzt, es gab Angriffe. Als Auto ist in die Luft gesprengt worden, wir haben eine Bombe ins Haus bekommen. Wir waren Militante, wir müssen immer gesagt haben, man muss aktiv sein. Es genützt nicht nur Worte zu haben, um zu bedauern. Man muss sich auch selbst engagieren. Und ich sagte hier die Sache, wir sprechen jetzt gerade über Rostock, das war eine Gruppe von Überlebenden. Ja, also ich sagte, wir haben 1200 Kilometer, die wir gemacht haben. Und vor allen Dingen, was für uns wirklich also fürchterlich war, das war, ich war ja vorher schon mal in Rostock gewesen, hatte vorgeschlagen, eine Tafel am Rathaus anzubringen. Es wurde abgelehnt. Und deswegen haben wir dann eben uns da entschlossen, das also als, denn die, das war ja nicht erlaubt, nicht? Die Tafel haben wir also angebracht ohne Erlaubnis, Sie sehen ja auch. Und dann, ich weiß nicht, ob Sie Fotos haben, aber das war die Gewalt der Polizei, war unwahrscheinlich gewesen. Die Polizei ist in Lichtenhagen halt nicht eingegriffen, als die Rechtsextremen, also die Bomben, Molotow-Kopfs jetzt auf das Asylheim warfen. Da standen die herum. Als wir festgenommen wurden, da saßen wir denn die ganze Nacht in einem, die haben uns festgenommen, ich sagte, ich möchte jetzt, Sie haben mir den Ketzerbrief hier, Sie haben die Geschichte gesehen, wir sind festgenommen worden zum Arno, rechts ist ja mein Sohn Arno, er ist mit zwei anderen Jungen, es war die jüdische Jugendorganisation und wir sind ins Rathaus gegangen, die Tür wurde aufgemacht und sie haben dann ein großes Spruchband vom Balkon gehängt, daraufhin sind dann die Polizisten angekommen, es gab zu Schlägereien. Wir wurden, als drei oder vier wurden sogar etwas weiter entfernt. Wir haben sie dann wieder befreit. Aber zumindest dann sind wir wieder in unseren Bus gestiegen. Wir waren in einem Bus und von Polizisten umstellt worden und dann zur Polizeistation gebracht worden. Boah, es war nicht Platz genug für uns. Wir mussten dann die ganze Nacht in einem Gymnasium übernachten. Der Konsul aus Hamburg wurde gerufen. Der hatte dann für die Älteren, also Familien gefunden in Rostock, um sie unterzubringen. Aber das war eine Art und Weise. Ein Staatsanwalt wurde aus Westdeutschland geholt. Die haben uns verhört, die haben Fingerabdrücke. Wir mussten Fotos von uns machen. Es war, als wenn wir wirkliche Verbrecher waren. Ja? Und es waren drei, dann vier festgenommen. Mein Sohn ist dann geblieben. Es waren drei, die festgenommen wurden. Drei Tage im Gefängnis, dann freigelassen, kam zur Demonstration auch in Paris, Gott sei Dank. Aber wir waren, ich würde sagen, wir haben vor allen Dingen, wir haben ja die Überlebenden, das waren, die wussten ja, ich meine, die wissen, die haben die Eltern verloren gehabt, die wussten, was ist Auschwitz. Und wir haben ja auch daran erinnert, die Juden wurden in Auschwitz vergast und auch die Sinti und Roma. Und deswegen war unsere Sympathie für diese Aktion so wichtig, denn wir mussten sagen, also wir haben,
das verhindern wollen und zeigen, also ich meine jetzt, die Juden sind vergast, warum wollen wir jetzt wieder erlauben, dass sie in den Roma in einem Flüchtlingsheim angegriffen werden und getötet, ja? Und ich glaube, die Aktion war sehr wichtig, es war ja auch in der Presse überall beschrieben worden, es wurde vom Fernsehen gebracht, aber wir Militant ist eben, dass wir uns ständig engagiert haben in allen unseren Aktionen, ich ja auch und Tersch und ich, Tersch wird es dann gleich erklären auf Englisch, das ist sehr wichtig gewesen, voilà. Jews were still. Vor 50 Jahren wurden Juden und Jüdinnen immer noch verfolgt auf der ganzen Welt. Heute kann man nicht mehr so direkt von Verfolgung sprechen, aber trotzdem muss das Thema wichtig bleiben. Beate, als Deutsche und auch in Ländern wie Polen, Tschechien, der ehemaligen Sowjetunion, in arabischen Ländern, in Damaskus, das waren alles Länder, wo wir aktiv waren. Wir waren auch in Buenos Aires, in Lateinamerika, wir waren in Montevideo. Als dort die Militärjuntas ganz stark aktiv waren in den 70er, 80er Jahren. Und ja, wir waren es gewohnt zu demonstrieren. Wir haben auch versucht, Kinder von Juden und Jüdinnen zu erreichen, die deportiert und ermordet wurden. Wir haben sie angesprochen, uns mit ihnen vernetzt. Und wir haben wirklich versucht, Nazi-Kriegsverbrecherinnen vor Gericht zu bringen und das sichtbar zu machen, sowohl in Deutschland als auch in Frankreich. Aber nicht nur das, wir wollten auch die Mittäter und Mittäterinnen auffinden. Und irgendwie haben wir es schon daran gewöhnt, dass wir ins Gefängnis kommen. Und es war wirklich in Deutschland ganz normal, dass du irgendwas Aktivistisches gemacht hast und direkt ins Gefängnis gekommen bist. Es war wirklich eine Zeit lang auch das Ziel, uns im Gefängnis zu behalten. Der Skandal waren nicht die illegalen Aktionen, die wir angeführt haben oder organisiert haben. Der Skandal, meiner Meinung nach, ist diese Straflosigkeit, die wirklich Kriegsverbrecher, Kriegsverbrecherinnen in höchsten Positionen genießen durften. Das ist der eigentliche Skandal. Und natürlich, als wir gesehen haben, dass die Menschen aus Rumänien, aus dem ehemaligen Jugoslawien davor stehen, deportiert zu werden nach Rumänien, da haben wir uns sofort gedacht, das können wir nicht hinnehmen. Unsere Erinnerungen sind uns zurückgekommen an die rumänischen Juden und Jüdinnen, die deportiert wurden, die am selben Tag, am 24. September deportiert wurden, als das Abkommen zwischen Rumänien und Deutschland unterzeichnet wurde. Und diese rumänischen Juden und Jüdinnen aus Frankreich wurden eben deportiert, weil die rumänische Regierung akzeptiert hat, Entschuldigung, das habe ich gerade nicht ganz verstanden, aber was ich sagen will, das war nur ein Beispiel, was oder wie Deportationen zu jener Zeit stattgefunden haben. Also die Gestapo in Paris wusste bereits von diesem Abkommen, bereits am 23. September wusste sie davon. Und in der Nacht haben sich rumänische Juden und Jüdinnen organisiert. Aber sie wurden auch auffindig gemacht, anhand ihrer Namen, ihrer Adressen,
Und mit einem Mal waren mehr als 1500 rumänische Jüdinnen und Juden verhaftet und wurden am 25. September deportiert. Das heißt, einen Tag nachdem dieses Abkommen mit Rumänien öffentlich gemacht wurde. Das heißt, nur 36 Stunden später war es soweit. Und nur 72 Stunden später wurden die Jüdinnen und Juden, die in Frankreich gelebt hatten, die rumänischen Juden und Jüdinnen, bereits verschleppt, entführt und vergast. Also heute dauert es länger, aus Deutschland einen Brief nach Frankreich zu senden. Aber damals hat es nur 72 Stunden gedauert, bis das Leben vorbei war für diese Menschen. Und wir glauben, selber als Waisen der Juden und Jüdinnen, die deportiert wurden, wir glauben, dass es unsere Aufgabe ist, uns und unsere Verantwortung ist, uns für andere einzusetzen. Deswegen haben wir beschlossen, dass wir aktiv werden müssen. Und ob eine Person Roma ist oder Jude oder Jüdin, das macht für mich keinen Unterschied. Man sollte da nicht untereinander vergleichen. Wir sind alle gleich. Und wir haben beschlossen, dass wir das unterstützen müssen. Und deswegen sind wir nach Rostock gefahren. Wir waren 18 Stunden mit dem Bus unterwegs, bis wir dort angekommen sind. Es gab auch eine heftige Auseinandersetzung mit der deutschen Polizei. Damals war das die ostdeutsche Polizei. Also die ostdeutsche Polizei, die für das neue Deutschland oder für das neue Ostdeutschland im Einsatz war. Wir wurden verhaftet, so wie immer. Und wir hatten Juden, Jüdinnen im Alter von 75, aber auch einige, die erst 18 waren. Wir waren alle zusammen. Und es war wirklich auch, waren viele der jüngeren jüdischen Bewegungen mit uns dabei. Und sie alle wollten uns in unserem Vorhaben unterstützen. Und die darauffolgende Woche, als wir wieder zurück in Frankreich waren, haben wir gegen den französischen Präsidenten Mitterrand demonstriert, der das Gedenken an Maréchal Pétain schützen wollte. Das heißt, wir mussten da auch gegen die französische Polizei demonstrieren mit den linken Juden und Jüdinnen. Aus den Studentinnenbewegungen. Wir haben also schon immer auch mit jungen Menschen demonstriert, nicht nur mit Gleichaltrigen. Als wir 50 waren zum Beispiel, jetzt sind wir so 80, 90 Jahre alt, aber ja, schon damals haben wir oft mit jüngeren Menschen demonstriert. Und die gesamte französische Presse hat gegen uns gehetzt, war gegen unsere Demonstrationen. Und jetzt, Jahrzehnte später, kann ich nur sagen, es gab schon immer jüdische Interventionen in Deutschland, jüdische Demonstrationen gegen Rassismus. Das gab es schon immer. Wir waren im Gefängnis, Beate war in vielen Ländern im Gefängnis und letztendlich kam es so, dass die deutsche und französische Regierung beschlossen haben,
dass wir doch irgendwie was Gutes getan haben. Und dann haben sie beschlossen, uns auszuzeichnen. Die französische und auch die französische Regierung. Und das zeigt, wenn man engagiert ist, wenn man aktivistisch engagiert ist, dann weißt du nie, was passiert. Also es gab wirklich viele Anschläge auf uns, auch mit Nagelbomben. Wir haben das alles überlebt. Man weiß nie, was kommt. Aber mir geht es darum, dass man nicht nur mit Worten aktiv sein darf, sondern man muss mit Aktionen aktiv sein. Das ist mein Punkt. Kızıl atların ale kokuyor saçları, kara gözlerinde hay 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 şimşekler çakar. Kızıl atların ale kokuyor saçları, kara gözlerinde hay 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 şimşekler çakar. Parlayan nallar tüm engelleri yıkar. Koşuyor kızıl atlar hay 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 zafere kadar. Parlayan nallar tüm engelleri yıkar. Koşuyor kızıl atlar hay 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 zafere kadar. Tepelerden aşarak geliyor komsomollar hay 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 derelerden taşarak. Ovalar dağlar tepelerden aşarak geliyor komsomollar hay 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 derelerden taşarak. Turgay, magst du uns noch mal kurz sagen, um was das Lied handelt? Also rote Pferde, die Haare von roten Pferden riechen Feuer, die Augen Blitz. Die roten Pferde rennen bis Revolution, brechen durch Barrikaden, sowas. Sowas. Vielen Dank. Bitte nochmal wirklich einen ganz, ganz herzlichen Applaus für Serge und Beate Klaasfeld. Für Bafta Sabo, Gary Bali und Nedros Duman. Vielen, vielen Dank. Ja, unser Panel neigt sich jetzt dem Ende entgegen. Ihr habt einen Vorgeschmack quasi bekommen, weil jetzt geht es ja erst richtig los. Es folgt dann ein weiteres Panel gleich und morgen ein ganzer Tag und am Samstag auch mit Workshops, wo ihr alle Personen, die hier sitzen, auch nochmal wieder treffen könnt. Vielleicht ein paar allgemeine Informationen. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, beim Eingang liegt ein Lageplan aus, mit dem ihr dieses H1 hier ein bisschen entdecken können. Die Workshops werden im H3 stattfinden. Wie ihr da hinkommt, findet ihr auch dort die Informationen. Ansonsten könnt ihr uns Personen von Versammeln mit den grünen Schildchen hier ansprechen, wenn ihr Fragen habt, oder die Artistos hier im Hau mit schwarzem T-Shirt und so goldener Schrift hier drauf. Ja, ich wollte noch mal Werbung machen, in der Tat, dass es hier im H1 auch viel zu entdecken gibt, weil wir
eben hier in den ganzen Rängen verschiedene Installationen, verschiedene sozusagen Archivinstallationen untergebracht haben, in Zusammenarbeit mit verschiedenen Gruppen. Wir haben Ausstellungen, die es in den letzten 15 Jahren entstanden sind, über verschiedene Widerstandsgeschichten hier im Hau auch nochmal angebracht und sozusagen antransportieren lassen. Ihr findet zum Beispiel Jalla über die Balkanroute im ersten Rang. Ihr findet Migrantischer Widerstand im Hamburg der 1990er Jahre, eine Wandzeitung im ersten Rang. Ihr findet einen Büchertisch über Women's Struggles, organisiert und kuratiert, wie auch verschiedene Videoinstallationen und Filme, die ihr euch mit Kopfhörer anschauen könnt, kuratiert vom International Women's Space. Ihr findet Auszüge aus dem Sound Archive zu Mölln und Köln, eine Audioinstallation von Talia Feldmann in Zusammenarbeit mit Bengel Kötscher-Türk-Schuster, unserer Community-Kuratorin. Im zweiten Rang, ihr findet im zweiten Rang auch noch einen Satelliten, einen Ausschnitt aus der Ausstellung Offener Prozess zur Geschichte des NSU-Komplexes, kuratiert von Aisha Güllec und Fritz Laszlo-Weber. Das findet ihr alles oben im zweiten Rang, da kommt ihr so ein bisschen kompliziert sozusagen, ihr müsst hier von unten in der Tür hochgehen, ein grüner Pfeil weist euch den Weg. Es wird das postmigrantische Radio, hallo ihr, das ist schön, dass ihr da seid, hier rumspringen, Interviews machen. Wir haben auch hier eine Produktionsstation. Es gibt eine Filmstation mit eben dem Film, den ich vorhin schon erwähnt habe, aber anderen, auch wunderbar anderen Filmen über antirassistischen Widerstand oben im Robert-Wilson-Raum, da kann man sich auch ein bisschen zurückziehen, das ist ein bisschen ruhiger, der ist auch sozusagen außen Richtung zweiten Rang zu besuchen. Wir haben vor allem in dem Robert-Wilson-Raum auch noch eine kleine Werkstatt untergebracht, wo ihr selber mitgebrachtes Material einscannen könnt. Da oben, das ist ganz einfach, ihr könnt es mit eurem eigenen Handy machen, liegt eine Anleitung auch, wie das funktioniert. Und denn wie gesagt, wir sind erst der Anfang, wir wollen jetzt loslegen und wir sind, würden uns natürlich freuen über viele solche Tüten, wie Garib uns schon vorbeigebracht hat, um dieses offene Archiv antirassistischer Kämpfe sozusagen zu gestalten. Und in der Tat, am Samstag erwartet nämlich euch, auf euch die nächste Eröffnung, wo wir mit dem Friedrichshain-Kreuzberg-Museum zusammen sozusagen das offene Archiv schon mal in eine Ausstellung gebracht haben und wo wir euch dann, wenn es hier zu Ende ist am Samstag, gerne mitnehmen würden, rüber ins Friedrichshain-Kreuzberg-Museum, wo es sozusagen weitergeht mit der Eröffnung einer temporären Ausstellung, wo wir alles Archivmaterial, was wir bisher schon mit eurer Hilfe zusammenfinden, sammeln konnten, sozusagen schon in eine Ausstellung gebracht hat. Insofern bin ich total gespannt auf all die verschiedenen Workshops, Keynotes, Podien, eure Erfahrungen, eure Ideen, eure Materialien. Aber bevor wir jetzt hier weitermachen mit einer Pause, wollte Nefros noch eine wichtige Ansage machen. Dafür soll natürlich auch Raum hier sein. Hallo, hallo. Weil Aktivismus heißt ja auch immer zu handeln und jeden Raum dafür zu nutzen. Freunde von uns, Verbündete, die wir im Rahmen der Gedenkveranstaltungen in Halle kennengelernt haben, beim Gedenkveranstalten für das rassistische Terroranschlag von Halle hier in Berlin, suchen ganz, ganz, ganz dringend eine Wohnung. Also an alle Berlinerinnen und Berliner hier unter euch. Wenn ihr was wisst, was gehört habt oder Leute fragen könnt, bitte sagt mir Bescheid. Ich bin auch die nächsten 3 Tage hier und es ist wirklich unglaublich wichtig. Danke. Aber es gehört nicht nur Handeln dazu, sondern der Magen muss auch sozusagen, es gehört auch Essen dazu und sich zusammensetzen. Und in der Tat haben wir hinter dem Hau für leckeres Essen gesorgt. Da wird es eine Küfer geben, in jeden Mittagspausen wird der hinten groß aufgekocht. Ihr könnt sozusagen einmal ums Hau herum dort die Bierbänke finden und wie gesagt das leckere Essen. Seid herzlichst eingeladen. Wir wollen euch
Bevor wir jetzt in die halbstündige Pause gehen, darf natürlich nicht der Dank fehlen, weil auch wenn das jetzt hier alles so locker aussieht, es war es nicht immer. Vor allem die letzten Tage haben wir hier mit sehr, sehr vielen tollen Leuten zusammen die Installation aufgehängt, die Installation produziert. Wir haben schon in den Monaten vorher mit vielen von euch zusammengearbeitet, das Programm gestaltet. Und als erstes möchte ich natürlich dem wunderbaren Hau-Team hier auch nochmal von mir den Dank aussprechen. Es war großartig mit euch und wir waren sicherlich nicht immer leicht mit unseren Vorstellungen und Erwartungen, die wir nicht aus dem Theater kommen. Von daher danke nochmal Margarita, Vera, Jin-A und Annika und das ganze Technikteam. Einen großen Dank und ich glaube, sie ist nicht unter uns, weil sie immer noch weiterarbeitet. Ich glaube, an der Ausstellung gebührt auch unserer Gestalterinnen-Kollektiv und vor allem Julia Schneck und Kasi Mattis, die mit uns auch über die letzten Monate zusammen überlegt haben, wie wir das hier gestalterisch sozusagen unterbringen. Aber ich weiß gar nicht, wie ich das eigentlich in Worte fassen soll, weil diesen Dank, den ich jetzt an Jelka Günther und Laura Frei aussprechen will, ich weiß genau, kann gar nicht groß genug sein. Also hier ist ein ganz großes Dankeschön an euch als Von denen habt ihr bestimmt etliche E-Mails bekommen, aber sie haben nicht nur nonstop in alle Richtungen kommuniziert, sondern sie haben auch die Zahlen, das Budget verwaltet und ganz viel an dieser unsichtbaren Arbeit gemacht, die immer sozusagen grundlegend sind. Herzlichen Dank euch. Danken möchte ich aber auch meinem Hiwi-Team, was mit mir aus Göttingen angereist ist. Die Eva, Marlene, Simon und Alisa. Ihr wart auch ganz großartige Unterstützung. Herzlichen Dank. Unsere Community-Kuratorinnen, die mit uns seit ja, jetzt doch schon 12 Monaten zusammenarbeiten, meistens über Zoom und dieses Ausschwärmen und das mit den Leuten sprechen unter diesen schwierigen Bedingungen gemacht haben und auch sozusagen mit uns nonstop weitergedacht haben, wie man dieses Projekt entwickeln kann, möchte ich an dieser Stelle auch ein ganz großes Dankeschön aussprechen. Sonja, Danti, Vincent und Bengel, die leider nicht mehr bei uns ist, aber auch Talia Feldmann und Jara Haskiel und Angelika Levi, die schon fast sowas wie ganz nahe Community-Kuratoren für uns wurden und diesen Prozess mit uns mitgemacht haben. Herzlichen Dank euch, dass ihr auch sehr kontinuierlich mitgedacht habt und diese Workshops mit vorbereitet hat. Das Ganze, könnt ihr euch vorstellen, hat ein bisschen Geld gekostet und wäre in der Tat nicht möglich, hätten wir nicht die finanzielle Unterstützung, weil unsere Institutionen dafür eben auch eigentlich keinen Nerv haben, keinen Kopf haben, kein Geld haben. Ihnen ist es eigentlich nicht wichtig. Deswegen möchte ich mich ganz besonders auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung bedanken, die in der Tat diesen Prozess erst möglich gemacht hat und genau für diesen Prozess auch Geld zur Verfügung gestellt hat. Und das ist nicht selbstverständlich, für einen Vernetzungs- und Dialogprozess, für was Prozesshaftes Geld zu kriegen, wo nicht ganz klar ist, was am Schluss herauskommt. Herzlichen Dank auch für euer Vertrauen. Und zum Schluss möchte ich natürlich auch noch meine engsten Kolleginnen, von denen ich nicht weiß, wer wirklich da ist, es schon geschafft hat, mich bei Ihnen bedanken, bei Anita Karl Packer, Nathalie Bayer und Vassilis Tsianos. Es war eine turbulente Zeit. Wir haben es bisher geschafft. Ich freue mich, dass es weitergeht mit euch. Unserem Beirat möchte ich auch danken und unseren Kooperationspartnerinnen, von denen ich weiß, dass Domit da ist. Herzlichen Dank, dass ihr uns auch mit eurem Wissen und eurer Expertise immer zur Seite gestanden seid. Okay, ich habe bestimmt jemanden vergessen, wie das immer so ist. Rüffelt mich einfach gleich an. Ich freue mich jetzt und
wir können jetzt noch mal, glaube ich, für die halbe Stunde Erfrischungsgetränke zu uns nehmen. Und dann wird es hier weitergehen mit dem ersten Podium über Erinnerungspolitik oder wie politisch ist eigentlich Erinnern.